Kollege Köllensberger hat den Antrag als nett bezeichnet. Wir kennen alle den kleinen Bruder von nett und wir kennen jetzt auch den Inhalt dieses Beschlussantrages. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich Menschen einsetzen, und auch die Demokratie ist nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Menschen auch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Und diese Wertschätzung fängt draußen an. Und da ersuche ich wirklich, vor allem die Kollegen der Südtiroler Volkspartei, die seit Jahrzehnten in den Gemeinden draußen auch die Mehrheit, in vielen Gemeinden die Mehrheitspartei stellen. Wie habt ihr es in den Gemeinden draußen? Wie praktiziert ihr Demokratie, politische Bildung, wertedemokratische? Wie geht ihr um mit den Ideen, die Minderheiten vorbringen in den einzelnen Gemeinden draußen? Wie werden Wahlergebnisse interpretiert bei der Besetzung von Arbeitsgremien, nicht hochdotierten Posten? Bei der Besetzung von Ausschüssen, ob es Baukommissionen oder andere Ausschüsse sind? Wie demokratisch und politisch gebildet und feinfühlig agiert die Mehrheit dort? Es gibt ein paar gute Beispiele, aber es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo drüber gefahren wird, wo kein bisschen an Demokratie, demokratischem Verständnis zu verspüren ist, wo Druck aufgebaut wird, wenn jemand kandidieren möchte für eine andere Partei, wo die manchmal auch von einigen Leuten direkt als Nestbeschmutzer betitelt werden, weil sie irgendwie ein natürlich vorgegebenes System stören sollten. Hier fängt's an, wo man offen sein muss. Das geht den Leuten auf die Nerven, weil sie sagen, man kommt nicht weiter, man kann sich nicht einbringen, es wird gering geschätzt. Mir ist es zu wenig, dass wir hier so tun, als wäre politische Bildung und Demokratieverständnis so wichtig und praktizieren es dann selbst nicht draußen vor Ort. Und einen Punkt, das möchte ich noch ergänzen, weil es drinnen steht, viele kennen den Unterschied zwischen Partei und Landtag nicht. Ja, den kennen viele nicht, weil manche Parteien so tun, als wären sie die Institution und zahlen selber keine Gebühren, wenn sie öffentliche Einrichtungen für Parteiveranstaltungen oder Wahlkämpfe nutzen. Da werden die Tische irgendwie abgerechnet, da braucht man keine Miete bezahlen. Da werden ich kann mir vorstellen, dass nicht viele Jugendorganisationen Zugpartys machen werden. Das wird dann eine Anfrage von Team Köllensberger, wird uns dann weiterhelfen. Der Umgang mit dem Landeswappen, da merkt man schon den Ausdruck, das Selbstverständnis, was man hat. Bei diesen ganzen kleinen Sachen, da fehlt der Unterschied zwischen Partei und Institution. Und wenn Sie diese Frage stellen hier drinnen, dann sind wir gern im Rahmen der Fraktionssprecher bereit, dass wir diese auch klären und hier auch ein Konzept ausarbeiten, wie man hier vielleicht entgegenwirken kann.